Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Wunder heute. Über den Tod sprechen wir nicht gerne. Nicht selten verdrängen wir dieses Thema. Und dennoch gehört der Tod zum Leben und jeder von uns wird einmal sterben. Passend zum Thema unser heutiger Lebensbericht auf der Schwelle des Todes. 14. November 2002, zwei Wochen vor seinem 54. Geburtstag, Dr. Martin Wirth aus Frauenfeld, Kanton Thurgau, beginnt sich im Sportstudio langsam aufzuwärmen. Plötzlich bekommt er heftigste Kopfschmerzen. Von Beruf Arzt weiß er nach einigen Minuten, jetzt steht er selber auf der Schwelle des Todes. Martin Wirth gilt in seinem Bekanntenkreis als sehr aktiv und lebensfroh. Dass er als Arzt so plötzlich mit dem Tod konfrontiert werden könnte, hätte er früher nie für möglich gehalten. Doch eines Tages spürt er heftige Kopfschmerzen, sodass er sich entschließt, die Notfallstation des nächsten Krankenhauses aufzusuchen. Als ich mit meiner Frau in die Notfallstation hineinwankte, sagte ich zum Notfallpersonal, ich habe eine Subarachnoidalblutung, könnt ihr mir schnell ein CT machen? Und die haben etwas gelächelt und gesagt, ja, nur mal ruhig, jetzt liegen Sie mal ab. Die haben das natürlich nicht geglaubt. Und dann begann ich zu erbrechen wie ein Weltmeister. Als sich sein Zustand verschlechtert, leitet der Notfallarzt eine CT, eine Computertomographie, ein. Dann machten sie das CT und es hieß, es sei eine schwere Blutung. Der Notfallarzt teilt Martins Ehefrau die niederschmetternde Diagnose mit. Der Neurochirurg später sagte zu meiner Frau, 20% Überlebenschance hätte ich. Ich wusste schon, dass es ernst war. Ich mag mich noch erinnern, dass meine Frau an der Liege stand und ich sagte zu ihr, bitte bete, dass ich sterben kann. Dann habe ich gesehen, wie sie erschrak. Und dann habe ich gesagt, oder ganz gesund werde. Da habe ich auch dann zum ersten Mal wirklich gebetet und da hatte ich schon Angst. Und meine Frau stand dann in einem riesigen Konflikt, weil sie musste das Einverständnis geben, die Unterschrift zur Operation. Da musste ich zu dem Professor gehen und er hat mir gesagt, wir müssen den Mann operieren, das geht sonst nicht, sonst stirbt er. Aber wenn wir operieren, dann ist das auch schlimm. Es ist eine komplizierte Operation, die geht nicht so schnell. Die Chancen sind nur 20%, dass er das überhaupt überlebt. Und wenn er es überlebt, kann es auch viele Dinge geben, die dann nicht mehr stimmen. Er könnte gelähmt sein, er könnte nicht mehr sprechen können. Es war einfach mein Wunsch, nicht behindert zu werden. Weil ich bin so vom Typ her sehr aktiv. Und das wäre für mich die schlimmste Vorstellung, einfach ans Bett gebunden zu sein oder passiv sein müssen. Ich habe wirklich auch das Gott anbefohlen und gewusst, wenn das der Wunsch ist von meinem Mann, wird Gott das richtig machen. In dieser schwierigen Situation trifft seine Frau eine folgenschwere Entscheidung und stimmt einer Operation zu, deren Ausgang sie nicht kennt. Als ich im Spital war und mir so bewusst wurde, jetzt könnte ich sterben, da war ich sehr froh, dass ich den Glauben an Jesus hatte. Weil ich wusste, dass ich, wenn ich sterben würde, zu ihm käme. Während Martin noch auf die OP wartet, betet seine Frau zu Hause mit den beiden Kindern intensiv für ihn. Ich habe mit den Kindern zusammen, sind wir zusammengesessen. Und wir haben gebetet und wir haben auch gesungen. Wir haben Worship gemacht, weil wir wissen auch, dass einfach Gott auch hört, wenn wir ihn loben und preisen. Gleichzeitig wendet sie sich an Freunde und Bekannte mit der Bitte um Gebet. Während der OP haben schon viele Leute für ihn gebetet. Das hat dann sehr große Kreise gezogen, weil wir sind sehr integriert in einer christlichen Gemeinde. Und das ging dann wirklich bis nach Afrika, haben Leute gebetet. Wir haben nur gestaunt, wie viele Leute da für ihn eingestanden sind. Und das hat mich auch sehr beruhigt. Als ich dann erwacht bin nach der Operation, da kümmerte ich mich natürlich vor allem um meine Schläuche.
Und das erste Positive, das ich erlebte, war, dass meine Frau sagte, weißt du, dass sehr, sehr viele Leute für dich beten. Die beten für dich, die beten für dich. Und dann habe ich gewusst, Gott lässt mich nicht fallen. Ich darf weiter auf ihn vertrauen, er bringt mich irgendwie durch. Die Operation verläuft erfolgreich. Doch damit ist noch nicht alles vorbei. Während Tagen war es sehr ungewiss. Ich war so tief unten und mein Leben hing buchstäblich an einem Faden. Ich glaube einfach, Jesus hat da ein Wunder getan an mir. Meine Frau, als sie zu Besuch kam, hat jede Bewegung, die ich machen konnte, registriert und gesagt, jetzt kann er den rechten Fuß bewegen, jetzt kann er die linke Hand bewegen. Es sind vorerst kleine Fortschritte, die Martin macht. Und doch erlebt seine Familie gerade jetzt Gottes Fürsorge und Hilfe ganz besonders. Ich habe irgendwie gemerkt, ich habe gewusst, Gott ist mit mir und Jesus ist da und ich fühlte mich getragen. Sie hat, glaube ich, Gott noch intensiver erlebt als ich zu Hause. Vor allem in diesen ungewissen Tagen hat sie Gott auf eine Art und Weise erlebt, wie sie es nie mehr vorher, nie mehr nachher erlebt hat. Und wir konnten nachher beide sagen, es wäre schade, wenn das nicht stattgefunden hätte. Martin Wirth erholte sich damals um einiges schneller als erwartet. Die Ärzte staunten über seine rasche Genesung und schon einen Monat nach der Operation wurde er entlassen. Was auch ganz wunderbar war für mich, sie haben mir ein halbes Jahr Kopfschmerzen vorausgesagt und ich hatte seit Weihnachten keine Kopfschmerzen mehr. Mitte Januar, das heißt 2 Monate nach dem Ereignis, habe ich mit Sport wieder begonnen. Ich habe einfach noch etwas aufgepasst und Anfang Februar habe ich wieder voll gearbeitet. Man wird als Arzt natürlich auch konfrontiert mit unerwarteten Verläufen. Man kann noch so sorgfältig abklären und Diagnose stellen und plötzlich gibt es Überraschungen. Man wird mit dem Tod konfrontiert, mit all diesen Fragen, die damit auftreten. Und da spielt natürlich der Glaube eine große Rolle. Ich bin so froh, wusste ich in dieser Zeit, als ich vor dem Tod stand eigentlich, dass ich gerettet bin für die Ewigkeit. Und das ist auch der Grund, warum ich einmal mich entschieden habe für ein Leben mit Jesus. Weil ich wollte wissen, wo ich hinkomme in der Ewigkeit, wenn ich einmal sterben würde. Und ich genieße aber auch die tägliche Gemeinschaft mit ihm, seine Führungen. Ich weiß gar nicht, wie die anderen das machen, im Umgang mit Sterbenden oder Schwerkranken. Ich bin doch froh, dass ich auch Hoffnung vermitteln kann. Dr. Martin Wirth wusste damals am 14. November 2002, wenn er jetzt stirbt, wird er bei Jesus sein. Warum diese Gewissheit? Er hatte sein Leben vor vielen Jahren Jesus Christus übergeben. In der Bibel, im Johannesevangelium, lesen wir, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wenn Sie plötzlich sterben, wo werden Sie die Ewigkeit verbringen? An Jesus glauben oder nicht? Die Bibel zeigt uns, dass dieser Entscheid ewige Konsequenz hat. Wenn Sie Ihr Leben Jesus noch nie bewusst anvertraut haben, dann lade ich Sie herzlich dazu ein. Auf unserer Webseite finden Sie unter der Rubrik Gebet weitere Informationen. Bei Fragen schreiben Sie uns, wir sind gerne für Sie da. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und freue mich, wenn Sie bald mal wieder bei uns vorbeischauen. Diese Produktion ist in Zusammenarbeit mit dem Club 700 entstanden. Seit über 50 Jahren sendet das christliche Fernsehprogramm Club 700 fesselnde Lebensberichte, durch die Gottes Handeln sichtbar wird für Menschen rund um den Globus. Club 700 ist mittlerweile in mehr als 200 Ländern empfangbar mit Sendungen in 70 verschiedenen Sprachen.